Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir einzelne Taten oder Kriminalität als Ganzes betrachten, steht fast immer der Täter im Vordergrund. Täter sind, in Anführungsstrichen, begehrte Objekte. Doch neben Tat und Täter gibt es die Opfer, verletzte, traumatisierte, unschuldige Menschen, deren Lebensplanung von einer Sekunde zur anderen nach Gewalttaten zerstört oder denen das Leben nicht mehr lebenswert erscheint. Menschen, die nach Wohnungseinbrüchen Angst als ständigen Begleiter haben und weg wollen aus ihrer geliebten Umgebung. Angehörige von Opfern, deren Leben nach Mord- und Totschlagsdelikten völlig aus der Bahn gerät, weil die wichtigste Bezugsperson fehlt und um die sich niemand kümmert. Es geht also um nichts weniger als eine angemessene, empathische und respektvolle Behandlung, Betreuung und Unterstützung der Opfer, kurz nach der Tat, bei der Polizei, vor Gericht und in der Zukunft. Es geht auch um den Aufbau von empirischem Wissen zum Opferrisiko, zur Opferwerdung und wie sich Menschen wirksam davor schützen können, Täter in die Hände zu fallen. Meine Damen und Herren, seit 1976 engagiert sich der Weiße Ring für die Opfer von Kriminalität und Gewalt. Dies erfolgt heute weit überwiegend durch ehrenamtliches Engagement über 3.000 Helferinnen in bundesweit über 420 Außenstellen wirken dabei mit. Mittlerweile sind mehr als 50.000 Personen Mitglied im Weißen Ring. Im Jahr 2011 hatten wir in Deutschland bei Mord und Totschlag 2.500 Opfer registriert, bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und der Gewaltanwendung einschließlich der Kindesmisshandlung 14.300, bei Raub und räuberischer Erpressung 54.500, bei Straftaten gegen die persönliche Freiheit einschließlich Bedrohung 216.000, bei Körperverletzungen 607.000. Insgesamt hatten wir also im Jahr 2011 895.000 Straftaten mit Opfererfassung, ohne das Dunkelfeld zu kennen. Fälle, hinter denen neben den Tätern in aller Regel ein unschuldiges Opfer steht, das sich zunächst alleingelassen fühlt und die Solidarität der Gesellschaft benötigt. Meine Damen und Herren, Verbrechensopfer rücken seit 1986, seit Inkrafttreten des ersten Opferschutzgesetzes, zunehmend in den Fokus von Gesellschaft, Wissenschaft, Justiz und Polizei und von Prävention und sind nicht mehr der unbeachtete und vergessene Teil einer Straftat. Und dennoch ist festzuhalten, dass auch heute noch eine umfassende Opferhilfe nicht ausreichend sichergestellt ist. Vor allem der Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie von Frau Steffen eben dargestellt, zu Opfern von Kriminalität ist nicht zufriedenstellend. So überwiegen in Kriminalitätsstatistiken weiterhin die Merkmale der Täter. Trotz der gewachsenen Rechte von Opfern im Strafverfahren werden heute immer noch die hohen Belastungen, Stichwort Sekundärviktimisierung, der Opfer im Strafverfahren beklagt. Es ist wissenschaftlich nur wenig über die Situation der Opfer und deren Wünsche und Bedürfnisse an das Strafverfahren aufgearbeitet. Dabei dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass ein rechtsstaatliches Verfahren bei den Opfern in ihrer Funktion als Zeuge zu bestimmten Belastungen führt, die nicht zu vermeiden sind. Vor diesem Hintergrund stellt die Ende letzten Jahres in Kraft getretene Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates über Mindeststandards für die Rechte, Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Opferhilfe dar. Bis 2015 muss diese Richtlinie auch in Deutschland umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, der Weiße Ring kritisiert aber, dass die Bedürfnisse der Opfer von Straftaten in der Richtlinie auf eine Anerkennungskultur fokussiert werden, die verstärkt die formale rechtliche Struktur widerspiegelt. Dadurch werden die individuellen Bedürfnisse des Opfers, die individuelle Verarbeitung der schwierigen Situation, die gesellschaftliche, mitmenschliche Anerkennung nicht ausreichend berücksichtigt oder nur verkürzt beachtet. Hier besteht noch Optimierungsbedarf. Qualitätsstandards und Ausbildung in der Opferhilfe sind eine Konsequenz, die aus der Richtlinie als notwendige Maßnahme gefordert werden muss. Der Weiße Ring hat dies bereits vor langer Zeit erkannt und ein System von Seminaren und Fortbildungen zur Opferbetreuung aufgebaut. Dieses wird regelmäßig evaluiert und zukünftig auch mit Zertifikaten belegt.
Meine Damen und Herren, der Weiße Ring ist sehr stolz darauf, dass Bund und Länder, die Kirchen und die Institutionen, die daran mitarbeiten, für die Opfer sexuellen Missbrauchs ein gut funktionierendes, ergänzendes Hilfesystem in Deutschland aufzubauen, angefragt haben, ob der Weiße Ring die Beratung der Opfer in den Anlauf- und Beratungsstellen bundesweit übernehmen kann. Ein großer Vertrauensbeweis. Wir werden die Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern von sexuellem Missbrauch tatkräftig bundesweit unterstützen. Meine Damen und Herren, der kommunalen Kriminalprävention kommt beim Opferschutz eine besondere Bedeutung zu. Kommunale Kriminalprävention fördert das Vertrauen in die Mitmenschen, stärkt das Selbstvertrauen und kann somit eine tragende Rolle bei der Anerkennungskultur von Opfersituationen spielen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich es sehr, dass sich der 18. Deutsche Präventionstag das Thema Opferschutz als Schwerpunktthema gesetzt hat. Vielen Dank.